nur das Wichtigste in Kürze. Das Tanklöschfahrzeug Florian 4 teile ich dir heute zu. Sorge dafür, dass das Fahrzeug jederzeit betankt und voll einsatzbereit ist. Vom äußeren Erscheinungsbild sieht das Fahrzeug hier... So, das war's auch schon. Alle Mann ab an die Arbeit. Okay, gut. Willkommen zu einer neuen oder... Hallo, ja, ich mache jetzt eine neue Schicht. Wie in der letzten Schicht haben wir jetzt wieder Florian 4 zugeteilt bekommen. Hoffentlich wird diese Schicht jetzt nicht ganz so langweilig wie die letzte. Also langweilig im Sinne von, hoffentlich kriegen wir diesmal ein paar Punkte mehr. Hast du den roten Elefanten gesehen? Hast du jetzt mein Essen genommen? Das würde ich doch nie machen. So, und jetzt wie bei jedem Schichtbeginn gehen wir jetzt kurz mal zum Fahrzeug und gucken mal, ob alles in Ordnung ist. Ups. Wir laufen erstmal gegen die Tür. So. Ah, wie war das jetzt nochmal hier? So. Einmal Licht an. Blinker. Das Blaulicht. Und gleich noch hier die Scheinwerfer an der Seite. So, einmal außen rum. Sieht. Na? Sieht gut aus. Tut alles. Gut, das heißt, jetzt müsste eigentlich nur noch ein Einsatz reinkommen. Und wir könnten loslegen. Mich würde jetzt aber echt interessieren. Das letzte Mal ist mir das aufgefallen, als ich mein Video angeschaut. Nee, doch nicht. Okay. Doch, jetzt geht's auf. Hä? Hm. Ich habe nämlich ich wollte gerade eben sagen, ich habe das letzte Mal gesehen, dass sich das Tor geöffnet hat, als ich da irgendwie zu nah hingefahren bin. Das wollte ich jetzt einfach mal gucken, aber irgendwie, ich weiß jetzt auch nicht. Entweder es geht jetzt auf oder es geht eben nicht auf. Muss ich jetzt selber mal ein bisschen ausprobieren. Vielleicht bin ich auch gerade einfach zu nah dran gefahren. Also meine Fahrkünste sind echt... Ach nee, was macht er denn? Ja, jetzt fahr doch weg. Nein, nein. Und dann hupt er mich auch noch an. Also wir fahren wieder durchs Gras. Durchs Gras. Natürlich ist das Gras hier. Durch den Dreck, durch den Staub, durch die Erde. Nur hoffe ich jetzt einfach mal, dass wir es jetzt noch rechtzeitig schaffen. Naja, wir sind ja gleich da. So. Hier rum. Und dann haben wir es auch schon geschafft. Hatten wir denn letztlich hier irgendwie mal einen Einsatz? So. Hä? Wo brennt's denn? Kurz rumlaufen. Oh, oh, Kartons, die brennen. So. Da brauchen wir jetzt auf jeden Fall den Feuerwehrschlauch hier. Und dann ratzfatz das Feuer löschen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie viele Punkte ich brauche, bis... okay. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie viele Punkte ich brauche bis zum nächsten Fahrzeug. Muss ich demnächst mal aufpassen. Hör auf zu hupen. Weil als nächstes kriegen wir dann Florian 5 und 6. Also einmal mit dem Frontwerfer und einmal mit dem Dachwerfer. Da sparen wir uns dann auf jeden Fall mal das Aufsteigen. Da können wir dann einfach so. Ich fahre jetzt da lang. Ich fahre jetzt hier raus. Zwischen den Bäumen hier irgendwo. Na komm. So.
Das sparen wir dann auf jeden Fall. Das Aussteigen, da können wir gleich mit dem Auto in die Lagerhallen reinfahren und das Feuer so bekämpfen. Ich vermisse irgendwie die Einsätze, da ich ja schon im Singleplayer gespielt habe. Im Singleplayer. Also heute habe ich es drauf. Da ich ja schon so gespielt habe, ich vermisse irgendwie die Einsätze, wo Verkehrsunfälle und sowas sind. Weil, so. Die hatte ich ziemlich oft eigentlich mit Florian 4. Da müssen wir dann Bindemittel und alles drüber kippen. Aber jetzt können wir ja eigentlich auch mal das Auto hier sauber machen. So. Oh, bremsen. So. Jetzt einmal hier schön reinfahren. Oh, knapp, aber es geht. Weit haben wir noch Platz. Ah, ich würde sagen, das ist fast perfekt hier, wie ich das Auto jetzt hingestellt habe. So. Müssen wir es überhaupt reinigen? Oh ja, sehe ich jetzt gerade hier unten. Schon schmutzig. Ah. Hier noch. So, und jetzt rutschen die Kollegen aus, brechen die Beine. Ups. Idiot! Was für Idiot? Ich glaube, der mag das nicht. Ah, wir können nicht weiterlaufen. Das, bitte. Ist doch nur Wasser. Warum schreien die so rum? Gut, dann. Naja. Nicht schön, aber selten. Gut, wir gucken jetzt nochmal kurz vorne hier. Da müssen wir auch noch sauber machen. Oh, ich würde sagen, es ist einigermaßen sauber. Es reicht auf jeden Fall. Ich meine, wir müssen keinen Schönheitswettbewerb gewinnen. Wir müssen ja nur Feuer löschen. Dann fahren wir gleich so durch. Nein. Okay, danke. Ich würde sagen, das war jetzt hier ja fast Timing. Gerade das Auto fertig geputzt gehabt und dann ging's los. So, altbewährter Weg hier durch die Wiese. Aber wir sind ja gleich da. Ha, 1A gerettet noch. Oh, da sehe ich es schon. Da brennt mehr. Was brennt denn da? Oh Gott. Ja, wir lassen das Auto auf jeden Fall mal hier stehen und bekämpfen das Feuer aus der Ferne. Bevor unser Auto mit in die Luft fliegt. Weil es sind hier irgendwelche Tanks. Oh Gott, da brennt ja noch mehr. Da brennt ja ein ganzes Häuschen. Also das ist jetzt mal ein Feuer hier. Aber
würde sagen, das Ding kriegen wir ganz schnell unter Kontrolle hier. Hoffe ich. Ja. Ja. Ja, jetzt nur noch schnell die andere Seite löschen. Dann haben wir hier. Der 1er 2 jetzt mal. Wundert mich, dass da nur Florian 1 mit rausgekommen ist. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, inwiefern die Brände größer werden. Weil wenn ich mir das letzte Fahrzeug so angucke, das Ding ist ja ein Monster. Da müsste ja dann hier fast schon eine ganze Lagerhalle abfackeln. So, jetzt können wir wieder auf die Straße fahren. Also ich fahre immer halt querfeldein, weil wie gesagt, also die Straßen, ich fahre da meistens in irgendwelche Sackgassen rein. Und bevor ich dann eben die Schicht, bevor die Schicht halt abgebrochen wird, weil ich den Einsatzort nicht erreichen kann, fahre ich halt irgendwie so, wie es gerade sich anbietet. Wenn ich jetzt das Fahrzeug nochmal reinigen würde, wird dann wieder ein Einsatz reinkommen. Aber ich werde jetzt erstmal das Auto abstellen und dann Haya-Bubu machen. Wo muss ich jetzt hin? Da. Geht es jetzt hoch oder geht es nicht hoch? Komm, mach auf. Wenn ich aussteige, geht's auf, okay. Das heißt, ich muss eigentlich nur so gegen die Tür fast dagegen fahren und die kurz aussteigen. Dann geht das Rolltor hoch. Das ist auf jeden Fall was. Bevor man ins Bett geht, geht man auf jeden Fall noch kurz auf die Toilette. Wobei die Ausdauer geht gerade ziemlich weit runter. Das heißt, ich trinke jetzt noch einen Kaffee. Chef ist auch noch da. Na, fit? So. Ich meine, ich renne auch wie ein Bekloppter hier durch die Gegend, aber jetzt müsste es eigentlich reichen, wenn ich mich jetzt noch hinlege, dass die... Alles klar? Ja, alles klar. Dass die Ausdauer eben voll hoch geht. Wobei, wir haben schon 4.19 Uhr. Reicht das überhaupt noch? Ach komm, ich lege mich mal hin. So, jetzt kannst du aufstehen, jetzt können wir die Schicht beenden. Jetzt jumpen wir hier schnell die Treppe runter. Moin. Nein, nicht dagegen. Hallo, morgen, morgen. Morgen, morgen, schnell, schnell. Ich muss die Schicht beenden. Schnell, schnell, schnell. Geh. Und wir haben die Schicht be... Moin. Ich liebe den Geruch von Napalm am frühen Morgen. Hä? Okay, wir schieben wieder eine Doppelschicht. Was zur Hölle?